mit unlauteren Methoden der Armut entfliehen? In Detlef Bucks Verfilmung über den Hochstapler Felix Krull darf Jannis Niewöhner diese Erfahrung machen. Beweggründe, die der Schauspieler selbst sehr gut nachvollziehen kann. Es geht ihm nicht darum, immer noch höher und höher und höher zu steigen, auch, aber er will dann auch mal wieder runter. Alles, was er braucht, ist die Abwechslung. Deshalb versucht er nach einem Schicksalsschlag seine Grenzen zunächst als Liftboy in einem Hotel auszuloten. Und schafft es dort mit seinem Charme, vorrangig die weiblichen Gäste zu betören. Aber was macht einen echten Gentleman eigentlich aus? Ich glaube, auf eine natürliche Art und Weise die Menschen und natürlich besonders die Frauen richtig zu behandeln. Vor allem Madame Upfli ist von dem Pagen ziemlich angetan. Eine Figur, deren Verkörperung für Maria Furtwängler aber nicht nur deshalb einen ganz besonderen Reiz ausgeübt hat. Zwei Faktoren. Die Rolle ist hinreißend. Eine Frau, die auf der einen Seite glamourös und wunderschön da gekleidet und so weiter reingeht und gleichzeitig eine ganz tragische Figur ist, weil sie sehr einsam ist und auf der Suche nach Liebe, sich das aber natürlich niemals eingestehen würde. Und diese Fallhöhe war reizvoll. Und dann war es ein großer, großer Spaß, mit Buck zu drehen. Das ist wirklich lustvoll und schön. Und Jannis Niewöhner war ein toller Partner. Ist ein toller Partner. Doch im Hotel macht sich Felix mit seiner Art nicht nur Freunde. Ganz besonders seinem Vorgesetzten, dem Oberkellner Stanko, ist er ein Dorn im Auge. Das eine Mal kriegst du frei. Wenn du noch mal was probierst, tut dir sehr, sehr weh. Ich geh oft zurück. Das war herrlich, da sagt sie irgendwann: Burg, sag mir, wer bin ich? Wie soll ich denn da spielen? Ich weiß nicht, wer bin ich denn? Und dann hab ich gesagt: Weißt du was? Du bist derjenige, der Felix Krull hasst. Weil du spielst die erste Geige in diesem Hotel. Es ist ein mafiöses System. Alle sind unter dir. Und es ist so, als wenn jetzt, du spielst im Sturm und jetzt kommt ein neuer Stürmer. Jetzt hab ich die. Jetzt weiß ich, was du meinst. Und dann hat er so gespielt. Aber auch auf andere großartige Schauspieler dürfen wir uns freuen. Beim Dreh hat hingegen der Regisseur einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also es war für mich so, dass ich jeden Tag mit jemand anderem da saß und spielen durfte und mit allen einfach eine sehr gute Zeit hatte, zusammen mit Detlef, der ein Fall für sich ist, weil er ist so unkonventionell und er sträubt sich dagegen, nach gewissen Regeln zu spielen. Das ist ihm ganz wichtig und das macht seine Arbeit aus und damit wird auch immer sehr viel über Bord geworfen. Etwas, das Drehbuchautor Daniel Kehlmann bereits im Vorfeld bei der Romanvorlage machen musste. Ich habe es sehr aufmerksam gelesen und mir überlegt, was kann man verdichten, was muss man weglassen und wo gibt es Klammern und wo gibt's Szenen, von denen man ausgehen kann. Und es gibt in der Mitte des Romans ein langes Gespräch zwischen Felix Krull und Marquis de Venosta und ich dachte, das nehmen wir als Ausgangspunkt. Es ist toll, mit Daniel zu arbeiten, weil er lebt eigentlich auch oft in dieser Zeit. Er lebt gar nicht, ist wahnsinnig connected, wahnsinnig engagiert. Irrsinnig helle, aber er liebt diese Zeit und ist wahnsinnig informiert. Also es war jetzt kein langer und kein leidvoller Prozess. Er weiß dann, dass ja natürlich für einen Stell dich ein, für eine Affäre, dass die Kutsche benutzt wurde und nicht irgendwie ein Hotel. Und die fährt dann so lange im Kreis, bis man dann fertig ist. So wie zwischen Felix und Sasa, die allerdings mit dem adeligen Marquis de Venosta zweckliiert ist. Eine Figur, welche Liv Lisa Fries vor allem wegen ihrer Charaktereigenschaften gereizt hat. Ich finde zum Beispiel alleine die Gespräche, die zum Beispiel Felix Krull und Sasa führen, ich finde, das sind eigentlich moderne Beziehungsgespräche. Und die ganze Art, auch wie sie ist, sie ist zwar sehr bestimmt auch davon, auf eine existenzielle Art sich für die Sicherheit zu entscheiden, aber wie sie das alles tut und auch innerhalb dessen, das finde ich auch sehr modern, ja. Für David Cross war die Rolle des unglücklichen Liebhabers hingegen aus ganz anderen Gründen interessant. Ja, er hat natürlich trotzdem auch einen großen Konflikt. Und dieser Konflikt, dass er ja in seinem Stand, in dem er ist, gefangen ist, der ist natürlich super für einen Schauspieler, weil dadurch auch so gewisse komödiantische Elemente in den Film mit reingekommen sind. Die Dreharbeiten haben allen Beteiligten aber auch sonst großen Spaß gemacht. Ja, es war toll.
Also es war ja für mich eigentlich das erste Mal so eine Komödie im Grunde. Und ich hatte bislang noch nicht gewusst, dass man so viel Spaß haben kann bei der Arbeit. Gerade mit Janis Niewöhner und David Kost. Das sind einfach tolle Kollegen, tolle Schauspieler. Detlef Buck als Regisseur. Dadurch, dass er so spontan ist und so viel Witz hat, ist es sehr befreiend und man ist immer sehr im Moment. Nur warum zieht uns die Geschichte des Felix Krull eigentlich derart in den Bann? Was ihn auszeichnet, ist ja schon eine besondere emotionale Intelligenz, die Gabe oder auch die Lust daran, Menschen zu beobachten und zu verstehen und die lesen zu können, um die dann für seine Zwecke zu nutzen. Aber nicht nur, sondern sein Gegenüber hat auch immer etwas von dieser Begegnung. Und das ist schön, das macht ihn als Hochstapler sehr sympathisch im Vergleich zu vielen anderen Hochstaplern. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Jetzt im Kino.